Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute das Bajo de la Carpa Formationspack an. Das ist ein Dinosaurierpaket mit mehreren Dinosauriern, welche alle zu einer Ausgrabungsstelle passen, also einer Stelle, wo Fossilien gefunden wurden. Die zeige ich euch auch gleich. Die funktioniert auch, die ist richtig cool. Aber erstmal gehen wir jetzt natürlich auf die Dinosaurier ein. Hier haben wir als allererstes den Bonitasaurer. Den kleinen Sauropoden. Der super aussieht vom Model, finde ich. Und auch die Farben sind sehr interessant. Ach, wie niedlich. Die Animation hat auch super geklappt. Oh, der hinten frisst gerade. Geht der so süß mit den Beinen runter? Sah fast so aus, ne? Könnt ihr einfach mal das Ganze ein bisschen beschleunigen, indem wir jetzt einfach hier die Fressen-Animation aktivieren. Das ist ja ganz praktisch, dass wir das mittlerweile erzwingen können. Aber der geht nicht runter oder sowas. Ich dachte gerade, ich hätte das gesehen. Vielleicht ist er auch gerade aufgestanden oder so. Trinken jetzt hier gerade, der erwacht gerade. Ich glaube, das ist auch die Animation, die wir davon verfasst hatten, wo er so aufgestanden ist. War sehr, sehr hochauflösend und könnte wie aus einem Originalspiel sein. Das finde ich immer sehr cool bei Mods, wenn da so viel Liebe zum Detail drin steckt, dass es nicht mal auffällt, dass es eine Mod ist. Und das hier ist der zweite, der durch das Pack in das Spiel kommt. Der Lukalkan. Lukalkan. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber sieht auch interessant aus. Der hat auch so kurze Ärmchen wie der Kano. Und der scheint auch so ein kleiner bis mittelgroßer Fleischfresser zu sein. Passt auch perfekt hier in die Wüste. Ich kann euch ja gleich mal eben die Formation zeigen, damit ihr auch wisst, woher die alle kommen. Sieht aber auch cool aus. Ich kann ja mal eben nebenbei so ein Expeditionscenter platzieren. Dann sollte ich euch nämlich die Ausgrabungsstelle zeigen können. Genau, jetzt können wir auch hier in die Karte gehen. Und die Formation von diesem Pack, die befindet sich hier unten in Argentinien. Ich glaube, ja, die ist das. Bajo de la Carpa Formation. Und da gibt es halt diese 6 Spezies. Die werde ich euch gleich auch noch alle zeigen, die anderen 4. Finde ich aber mega cool, so ein Dinosaurier-Pack halt über so eine Ausgrabungsformation zu machen. Finde ich sehr passend. Und das kann man dann auch zum Beispiel im Herausforderungsmodus oder so benutzen, dass man dann explizit dort seine Ausgrabungsteams hinschickt, um dann halt diese Fossilien zu finden. Oh, ich glaube, die machen hier gerade was. Das ist super Timing. Ja, auch dieser gefällt mir richtig gut. Animation hat auch super funktioniert. Und der nächste ist ein kleiner Pflanzenfresser mit einem süßen, gefiederten Schweif. Das ist der Mahui Duck Cursor. Diese Namen werden noch immer schwieriger. Bis jetzt eine sehr interessante Mischung. Kleiner Sauropode, ein kleiner Fleischfresser und ein kleiner Pflanzenfresser. Dieser hat auch wieder richtig coole Skins. Den Skin auch noch ganz cool, aber irgendwie kriege ich den gerade nicht. Ja, so dunkel mit ein bisschen Orange drauf. Sieht auch nice aus.
sehr niedlich. Hat leider nicht ganz perfekt funktioniert. So ein bisschen ist der Kopf ineinander geglitscht. Aber das war jetzt nicht weiter störend. Oh, hier knabbert er jetzt direkt. Da brauche ich ja gar nicht weggehen. Da sehen wir den auch mal fressen. Mahui Duck Cursor. Oh Gott, der Name ist echt schwerer. Duck Cursor. Habe ich halt wirklich noch nie gehört. Oha, der sieht ja böse aus und klingt auch böse. Das ist der Tratajenia. Bisschen aus wie ein Baryonyx, ein böse. Der frisst aber auch nur Fleisch, also das ist jetzt kein Fischsymbol. Ich kann natürlich mal so ein Fisch wieder platzieren. Und dann können wir mal gucken, vielleicht geht er da ja hin, ich weiß es nicht. Aber auch sehr coole Skins alle. Der Grüne hier ist cool für den Dschungel. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Favorit. Jetzt gehen die was futtern. Aber die fressen nur Fleisch. Oh, das Fleisch backt leider so ein bisschen durch. Aber ist trotzdem okay. Schon ist es weg. Großen Hunger. Und der hier geht auf Jagd. Seht ihr denn irgendwas zum Jagen? Ah, da vorne ist eine Ziege. Ja, die Animation wird wahrscheinlich auch verbuggt sein. Ich spule mal vor. Ja, das ist ja leider bei den New Species aktuell immer noch so. Sieht aber auch interessant aus. Zack, ist die Ziege weg. Ach, jetzt liegt sie da. Okay. Jetzt frisst er sie. Und das nächste ist ein winziger Fleischfresser. Auch wieder sehr viele coole verschiedene Farben. Ich finde das cool, dass die Farben immer sehr natürlich sind. Also so braun, Wüstenfarben und grün hauptsächlich. Die Pflanze sieht ja interessant aus da. Der Velocisaurus. Oh, das ist ein Omnivore. Der frisst Pflanzen und Fleisch. Velocisaurus, habe ich auch noch nie gehört. Aber das heißt, wir müssen dem auch mal eben die richtigen Pflanzen platzieren. So, Früchteboden platziere ich mal hier an der Ecke. Und dann würde ich sogar fast sagen, dass wir mal... Den Fleischfutterspender will ich eigentlich auch im Einsatz sehen, also passt das ganz gut. Wir werden dann einfach beides gleich beobachten. Hier, da frisst er, glaube ich, schon direkt. Oder auch nicht. Ah ne, die sozialisieren sich. Ist aber auch gut. Das können wir uns auch gerne angucken. Jetzt frisst er, oder? Ja, der hier frisst. Oh, der springt auch so hoch. Okay. Das heißt, er wird da wahrscheinlich die gleiche Animation haben wie mit dem Fleischfutterspender. Dass er da so hochjumpt. Hier können wir es jetzt vielleicht nochmal sehen. Deswegen springt er bei den Pflanzen auch so hoch. Er sieht bei den Pflanzen natürlich immer nicht ganz so schön aus, aber hier bei dem Fleisch ist das perfekt, die Animation. Den finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Und das hier ist der sechste und letzte Saurier von der Formation. Auch wieder ähnlich wie der Lucalcan, den wir schon hatten. Mit diesen Stummelärmchen. Der Via Venator. War auch wieder sehr cool aus.
geschafft. Das war doch eine andere Animation. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und jetzt sprintet er los. Ist auch ganz schön schnell unterwegs. Es wird gefressen, so wie es aussieht. Oh, die streiten sich hier. Ja, auch ein sehr interessanter Saurier. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich keinen von diesen sechs kannte. Könntest du dir jetzt hier nochmal in der Liste angucken. Also das ist wirklich krass. Wir fangen mal oben an. Bei... Ich weiß, es sind sehr, sehr viele, die ich gerade installiert habe an Mods. Da, das war der erste. Der Bonitasaurer. Lucalcan. Den hier. Den Mahui Dacursor. Ach, diese Namen, ey. Ich spreche die safe richtig falsch aus. Der Trata Jenia. Ich glaube, das ist mein Favorit optisch. Von den neuen. Aber ich finde das cool. Die fügen sich sehr gut ein, die Bilder. Ich habe hier zwar auch andere Mods zwischen, sowas hier zum Beispiel oder sowas. Aber der hier fügt sich auch super ein ins Spiel. Und dann hatten wir noch den, genau, Velocisaurus und den Via Venator. Hier könnt ihr jetzt die sechs Dinosaurier aus dem, ich nenne es mal Argentinien-Paket, nochmal nebeneinander sehen. Ich finde alles in allem das Paket sehr cool, muss ich sagen. Eine sehr, sehr interessante Auswahl an Dinosauriern. Und die sehen auch alle optisch sehr gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ich drücke jetzt nochmal auf Play. Und ich würde mich jetzt nochmal sehr... Ach, sie sind alle weg, außer der eine. Ich würde mich sehr über ein Like von euch freuen. Ich verlinke euch das Paket natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.